Bin mal gespannt, wie das ist, wenn man dann irgendwie im Bogenschießen später auf 100 ist. Aber noch schneller als mit einem Schuss können sie eigentlich nicht umkippen. Oh, eine Kaiserliche. Ist da jemand? Hast du mich etwa gehört? Nein, hast du nicht. Vor allem nicht gesehen. Gibt's ja nicht. Der steht 3 Meter hinter mir und fragt, ob ich da bin. Und ich kann mich umdrehen und ihn abschießen. Und das ist so, als ob er mich nie gesehen hätte. Das ist ja sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber die haben alle Silberschwerter dabei. Sind also nicht nur Werwolfsjäger, sondern auch Vampirjäger, so wie es sich anhört. So, da komme ich nicht durch. Oh, ein Tornister. Was da wohl drin ist. Golddiadem mit Smaragd. Und ein paar Bücher und ein Heiltrank. Den Heiltrank nehme ich mit. Hier eine Säge und ein Hahn. Brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Ich will jetzt hier so ein bisschen Action haben. Oh. Die Wichtigkeit des Wo. Und dadurch haben wir ein Level Up. Level 29. Neue Stufe. So, wir werden uns vielleicht noch ein bisschen Gesundheit dazu holen. Was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal bei der Schießkunst. Was? Schießkunst? Ein weiter da. Schießkunst. 77 erfordert 80. Dann bewirken die Bögen noch mehr Schaden. Ja, dafür brauche ich 100. So weit geht es dann noch nicht. Ich könnte jetzt mal die leichte Rüstung verbessern. Ach nee, meine Schmiedekunst will ich weiter aufbessern. Da sollte man ja dann irgendwie nach und nach alles freischalten können. So, Vulkanglas kann ich schon. Drachenrüstung. Nein, erfordert 100. So weit bin ich dann doch noch nicht. Ebenenerz. Orkische. Dann lerne ich erstmal orkische Schmiedekunst und danach die Ebenenerz-Schmiedekunst. Oh, da war ich zu laut. Der steht auf, dreht sich um, sieht mich und ich kann ihn trotzdem für dreifachen Schaden umhauen. Also ehrlich. Oh, ein silberner Zweihänder. Den nehme ich aber mit. So, dein Gold will ich auch haben. Hier ist noch ein Ausdauertrank. So, Akatosh, Schwertschmiede. Holztür. Also das ist ja überhaupt kein Problem mehr. So, was aufzumachen hier. Aber da ist keiner drin, das ist einfach nur ihr Lager. Geldbeutel, Heiltränke in der Kommode. Sind ein paar Schuhe. Hey, nicht aufdringlich werden hier. In der Kiste sind Fletching Feathers. Bisschen Gold. Das war's dann auch schon wieder. Und hier Seelenstein und das Gold. Die Schale nehmen wir auch gleich mit. Den Becher auch. Alles rein. Jetzt können wir wieder nicht mehr laufen. So nicht. Dann tun wir den Becher wieder eben raus. Wo ist der Becher? Becher. Becher, 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 Becher. Holzschale fallen lassen. Schon wäre es grundsätzlich kein Problem mehr. Also diese ganzen schwachen Seelensteine, die habe ich jetzt durch meinen tollen Bogen bekommen. So. Der kommt raus, der Krug kommt raus. Noch irgendwas, was ich noch loswerden kann? Nee. Tja. Die nächsten, die hier langkommen, werden sich freuen. Oh, eine Werkbank. Da schauen wir doch mal, ob wir irgendwie was aufbessern können, vielleicht. Eisenhelm der Schießkunst, Fellschuhe, die Vulkanglasrüstung. Oh, die kann ich auch auf 64 aufpeppen. Das ist aber gut. Oh, nehme ich jetzt die, aber dann passt meine ganze Rüstung nicht mehr. Die lasse ich vielleicht erstmal im Inventar. Und werde es einfach mal vielleicht bis zu einer der nächsten Folgen. Wir sind fast da. Vorsicht. Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Sie nennen ihn den Hautabzieher. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Ich glaube nicht, Ayla. Ich glaube nicht. Den Hautabzieher. Na, wunderbar. Mit solchen Leuten verkehre ich grundsätzlich gar nicht.
bist der Hauptabzieher, ja? Der Hautabzieher. Das sind zwei gleich. Nee, du bist der Hautabzieher. Oder auch nicht. Einfach nur normaler Typ der silbernen Hand. Da ist der Hautabzieher. Oh, was hat der denn für ein dickes Schild? Genau, und jetzt kann ich mich nicht mehr in Werwolf verwandeln. Und ihn nicht auf die klassische Art vernichten. Sondern einfach nur... Ich hoffe, Ayla hält so lange durch jetzt hier, wie ich jetzt hier so ein bisschen mit dem Hautabzieher mich beschäftige. So, jetzt mal ganz schnell. Ich möchte gerne... Geht nicht. Geht nicht! Feueratronarch. Den machen wir doch mal ganz schnell. Oh, zu wenig Magicka. Gut, Feueratronarch ist nicht die Waffe der Wahl. Wir nehmen den Flammenarten und unseren Bogen wieder raus. Treff. Der hat aber eine schöne Rüstung. Was wehrst du dich nicht, Ayla? Nein, durchhalten. Nicht mir vor die Flinte laufen, Mädchen. Warum hast du keine Waffe mehr? Voll aufs Schild. Das Herz. Nein, Ayla. Glückstreffer, ja. Und noch einen. Direkt ins Auge. Komm, kriegst noch einen. Ich habe noch welche für dich. Vielleicht ins andere Auge. Oh, weg ist er. Du Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Nein. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Das ist richtig. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Das wird sie wohl. Was ist unser erstes Ziel? Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Hjalmarsh verschanzt. Beeilt euch. Nun gut. Oh, die haben Skjör auseinandergerissen. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Kev, Hautabzieher. So, so. Stahlplattenrüstung. Ja, ich habe der guten Lüdi schon eine gebaut. Skjör. Freund und Waffenbruder. Liegt dort tot am Boden. Und der Werwolf auch völlig vernichtet. Oh, schön. Normale Wolfsköpfe. Und du hast noch Pfeile von mir, so wie ich das sehe. Her damit. Die darfst du nicht behalten. Goldenen Ring nehmen wir auch mit. Das ist in der Truhe. Gold, Elfenschild brauchen wir nicht. Seelenstein auch nicht. Adeptenrobe der Illusion. Sehr schön. Jetzt tragen wir wieder zu viel. Ja, gerade so nicht, aber jetzt. So, dann werden wir einfach mal ganz schnell jetzt irgendwie hier den... Was schmeißen wir denn weg? Den Falmer-Pfeil, den können wir wegschmeißen, aber der bringt nichts. Elfenbogen, den Stahlpfeil auch nicht. Auch nichts. Vielleicht schmeißen wir einfach mal die Schwerter hier weg. Die bringen ja nicht so wirklich was. Die paar Kröten. Oh Mann, Skjör haben sie erledigt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich will eigentlich wissen, wie du aussiehst, Kref, Hautabzieher. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich ergreife sie gleich. Ich will Kref Hautabziehers Helm sehen. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. So, so. Wird nicht mehr lange dauern. Ja, versuch hier alles irgendwie hinzubekommen. Ich werde die Initiative ergreifen und versuchen, aus dieser komischen Höhle wieder rauszukommen. Was bist du? Du bist tot. Gold. Elfen. Heiltrank. So. Komme ich hier raus? Und hier? Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ah, genau, da ist der Ausgang.
So, ein paar gegrillte Stiefel dazu. Mhm. Oh, ein Tornister. Gold. Die Nachtigallen. Wahrheit oder Legende? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von X-Factor. Und wir gehen jetzt aus dieser Höhle hinaus. So. Hier geht's wieder raus. Also kann ich... Ist da jemand? Was zum... Wo kommst du her? Ich dachte, ich habe alle erledigt. Ich bringe euch unter die Erde. So, so. Das haben schon ganz andere versucht. Röchel. Du bringst mich sicherlich nicht unter die Erde. Nun gut. Skior ist tot. Die Wachen sind hier ausgeschaltet. Also gehen wir wieder nach draußen.